So, dann sage ich doch mal hallo und herzlich willkommen zurück zu Workers and Resources Soviet Republic. Ich bin der Tobarok. Tja, und wenn dir das Video gefallen soll, dann gib doch einen Daumen nach oben. Und wenn du den Kanal unterstützen willst, ein Abonnement. Würde ich mich riesig drüber freuen und freuen. So, warte mal, aber Schiff. Schiff wollten wir hier noch gerne haben. Ich wollte mal gucken. Ach du Schande, hier ist ja ganz viel passiert. Sekunde. Stoppproduktion, hast du nicht gesehen. Ambulanz. Hier ist wieder Probleme mit dem Zug. Irgendwie nicht. Okay, das ist auf jeden Fall weiter. So ist das ja nur nicht, ne? Die fahren doch hier auch nicht. Züge fahren. Ich weiß nicht, was hier gerade das Problem war. Aber sonst läuft das hier alles, ne? Was ist hier? Not free wait places. Wo ist denn das hier? Das ist doch bestimmt da im Wald, ne? Nee, das ist hier oben. Ach so. Ja, das ist immer wieder das gleiche. Da brauchen wir gar nicht gucken. Das ist egal. Egal. Wuppi, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du reinschaust. Herzlich willkommen. So, pass mal auf. Das funktioniert hier. Was wollte ich jetzt da oben? Ach genau, wir wollten wegen Schiff gucken. Was bauen wir denn gerade für ein Schiff, oder? Was ist das hier für eine... Genau, die Ostseefähre brauchen wir gut, das ist egal. Die lassen wir schön weiter zusammenschweißen. Dann kommen wir... Seht ihr mal irgendwann... Was ist das jetzt hier? Erwartet bis voll, ne? Und der verhögert die an der Grenze. Genau, das macht er. So, Wuppi, was schreibst du? Bitte zeig mir die Zone, wo der Hafen steht und es gibt eine Verbindung. Zwei Lager. Sekunde, machen wir gleich. Ich wollte nur kurz... So, was haben wir hier noch rumstehen? Hier haben wir noch eine ganze Menge, ne? Was haben wir hier? 8 Wagen. Ja, wir haben noch Platz. Da passen noch ein paar mehr rein. Die lassen wir weiter fleißig weiterbauen. Die können wir denn bei Bedarf verkaufen. So, hier oben nochmal kurz schauen. Das geht auch durch wie Harry hier. Da können wir die Dinger auch mal verschörbeln. Besten. So, Hot, mach dich weg. Den genauso. Ne, Produktion funktioniert. Wir bauen wie die Wahnsinnigen. Das ist großartig. Funktioniert richtig gut. So, hast du was mit? Ein Touristen. Nicht zu fassen. Hast du was mit? 72. Ey, cool. Hast du was mit hier oben? Haben wir schon krank gucken? Nein, das nicht. Umsonst. Du fährst sozusagen gratis. Gut. Aber hier unten läuft das sowieso. Ne? Da brauchen wir eigentlich gar nicht gucken. Da haben wir reichlich Leute für zu wenig Touristen. Da müssen wir sehen, dass wir noch mehr Touristen hier reinkriegen. Weil die Hütten sind leer. Ne? Hier kriegen wir 300 Touris rein. Wir können natürlich die voll machen hier. Aber guck mal hier, 4,5 Sterne. Da muss ich mal kurz gucken. Guck mal auf. Das war nicht da, das war hier, ne? Was haben wir denn? 3,3 Sterne, 3,5 Sterne. Das geht nach oben, Freunde, das geht nach oben. Ja, so soll das sein. Genau so soll das sein. Was haben wir hier? Ach, das ist oben, ne? Da sind wir, alles klar. So. So, meinst du das hier? So, warte mal, kurz umrühren. So. Touristen geben enorme Gewinne, aber es ist etwas weniger als der Verkauf von Geräten. Ja, genau, das stimmt. Da hast du recht. Aber wir machen, wie gesagt, wir laufen ja hier in 12 verschiedene Wege, arbeiten wir hier. So, wenn sie mal endlich fertig werden würden, hier. Das ist, sieht gar nicht mal so schlecht aus. Das auch. Irgendwann ist das fertig. Dann können wir da nämlich weitermachen. Da sind wir angefangen. Ja, gut, lass sie mal machen. Die sind im Stress, die haben genug zu tun, ne? Wir brauchen erstmal ein Schiffchen. So, das werden wir mal kaufen. Was haben wir denn hier Feines? Frachtschiffe. So. Tank nicht.
Der auch nicht. Den Gewinn von Touristen mindestens 50% zu senken. Da schauen wir gleich mal rein, ob wir da was machen. Frieda. Frieda. Frieda, was hast du denn hier? 875 Tonnen. Gut, das ist ein bisschen viel, ne? Aber 14 Knödels. KMH. 5 Knötchen. Okay. Haben wir noch was anderes hier? Hopper. 14 Knoten. Nee, das ist ja nicht. Was ist mit der hier denn? Was geht denn da rein? 600 Tonnen Essen. 600 Tonnen Esse. 500 Tonnen. 13 Knoten. 13. Hm. Was haben wir sonst hier noch? Ein Frachtschiff. 1290 Tonnen. Das ist ein bisschen viel, ne? Ich meine, das ist ein riesen, bestimmt ein riesen Kahn. Das ist bestimmt ein ordentlicher Apparat. Der ist, glaube ich, gar nicht mal schlecht. Also nicht die Frieda, sondern hier die Motorbar General 2. Ich glaube, die nehmen wir. Die nehmen wir. So. So, Freund der Sonne, du fährst dahin und dann fährst du in der Weststin. So, das müsste, geht auch hoffentlich, ne? Ich hoffe, das geht. Das müsste gehen. Ja, sicher. Ist nicht so weit weg. Das kriegen wir hin. Dann darfst du mal hier Essen im Westen verkaufen, weil die, sonst hungern die uns aus. Das geht ja natürlich nicht, ne? So, beladen mit Lebensmitteln. Wo sind die ja da? Zack. Das, genau. Und dann warten bis beladen. Ja, dann mach hier hot, ne? Gib mal Stoff, ne? So, das wird auf jeden Fall ein bisschen dauern. Weil dann die LKWs da oben natürlich das immer nachladen müssen, nachreichen müssen. So, weil wir haben das ja jetzt ein bisschen sortiert hier. Da geht ja nicht so viel rein. Ärgerlicherweise, aber na gut. Können wir nichts mehr machen. Ich weiß gar nicht, was wir denn da gesagt haben. Essen geht durch. Lebensmittelkleidung haben wir, glaube ich, reichlich. Das ist nicht das Problem. So, wo sind wir jetzt hier? Die Elektrokomponente und Mechanik, die fahren wir jetzt nicht hier hoch. Weil die brauchen wir irgendwo gar nicht. Elektrokomponente okay für unsere Häusergeschichte, dafür da. Das natürlich, aber nee, irgendwie nicht. So, was geht denn hier rein? Ziegelbretter, Stahl. Dann sind wir auch bald fertig. Ziegelbretter, Stahl. Auch bald fertig. Ist nicht mehr weit hin. So. Wo ist das Schiffchen? Na hier, siehst du, auf Zielgerade. Dann können wir da mal Lebensmittel reinpacken. Fred, ich denke mal, Wuppi meint damit, dass wir dann mehr Touristen hier reinkriegen. Dass dann mehr Touristen kommen. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Aber dann senken wir ja auch theoretisch die Sternchen. Ist das nicht so? Wo haben wir den Hotel hier? Da. Wupp. Erwartete Bewertung 2.0. Preisniveau 3.0. Da sind wir jetzt weiter runterdrehen. Okay, die Sterne gehen nach oben. Machen wir es ein bisschen billiger, aber dann ist das auch nachher voll hier, ne? Richtig voll. Da müssen wir ein bisschen hin und her. 3,6. Bisschen überschrieben, dann kannst du schlecht lesen hier, ne? Also ein bisschen mehr Platz lassen wäre schon toll. Geht nicht anders. So, was haben wir hier? 2,7. Wenn wir das ein bisschen billiger machen, machen wir ein bisschen billiger. So, machen wir 1,5. So, wie vorgeschlagen, wir probieren es aus. 6 von 19. Uns fehlen natürlich noch Arbeiter, das ist das Problem, was wir gerade haben. So, was ist hier los? Nicht genügend Buchhalter. Und Offiziere, die aufpassen, dass sie auch arbeiten. Siehst du? So. Genau. Lebensmittel hier rein. Schmeiß es hier rein. So, hier rupfen wir den Kram raus. Jetzt sind die LKWs bestimmt am Fahren, wie die Wahnsinnigen. Nee, gib Gas, Freunde, gib Gas. So, das läuft. Die sind Betrieb ohne Probleme, alles klar. Hau rein. Weil, ne? Pflanzen haben wir reichlich hier. Pflanzen ist reichlich da. So, was jetzt noch eine große Herausforderung wäre, natürlich eine Bahnverbindung zu bauen. Das wollen wir irgendwie auch nicht, ne? Das soll ja ein bisschen für sich bleiben.
Der Bahn fährt von hier oben ganz da runter. Da können wir ja oben da irgendwo ran, ne? Warte mal, so. Machen wir hier die Bahn. Da stoppt die. Die geht hier durch. Man könnte eine Bahnverbindung bauen, hier durch und dann da oben, bis nach oben hin, ne? Aber nein, das wollen wir auch nicht. So. Staus? Haben wir irgendwie Staus? Wie gesagt, wir haben ja keine Nacht mehr, ne? Also Nacht haben wir ausgeschaltet, deswegen sehen wir die Staus gar nicht mehr so richtig. Aber die dürfte eigentlich nicht sein, ne? Mehr Autos kriegen wir hier nämlich nicht rein. Hier auf jeden Fall nicht. Geht gleich los. So, ist hier denn was los? Zwei Schüler und zwei Arbeiter. Und jetzt kommt es hier nämlich langsam in Schwung hier. Jetzt bewegt sich das nämlich. 77. Ich weiß gar nicht, wo der Helikopter hinfliegt. Der fliegt hier runter. Alles klar. Dahin. Gut. So. Was hat er hier mit? Stoff. So, jetzt fährt er zum Zollhaus runter. Ist natürlich großartig, ne? Erst in die Chemiestadt, dann Warenhaus und dann zum Zoll. So, was hast du mit? Keine. Aber du holst gerade, ne? Du wolltest gerade holen. Fahr mal los jetzt hier. Gib mal ein bisschen Gas. So, Aluminium ist auch wieder unterwegs. Warte mal, vielleicht können wir den abfangen. Da ist er. Hier, Aluminium. 15,17 Millionen Rubels. Das ist gute Kohle. Das ist gute Kohle. Die nehmen wir echt gerne mit. Was hast du mit hier? 503.000 für Treibstoff. Verhökern wir auch, weil da haben wir auch massig von. Das können wir da oben eigentlich auch mal ein bisschen verteilen, dass wir ein bisschen Treibstoff bekommen, weil die Helikopter, die fressen uns echt die Haare auf dem Kopf, ne? Vor allem hier oben. Der Elektrohubschrauber gibt es ja noch nicht. So, was hast du mit? 85 hier jetzt mehr. 85 Touristen kommen jetzt. 85 Touristen wollen hier, ja. So, was hast du mit? Nix. So, wo ist der andere? Wir müssen hier irgendwo sein. Ach, der fährt hier zurück. Okay. Gut, macht mal. So. Der ist noch am Entladen. Macht der hier komplett warten bis entladen oder was? Warten bis entladen. Okay, was haben wir noch hier drin? Stahl. 205 Tonnen Stahl. Was haben wir hier noch drin? Stahl haben wir ohne Ende. Wir Platten, Bretter, die müssen wir noch zukaufen. Die haben wir nicht genug. Der Ziegel haben wir auch noch reichlich. Das müsste reichen. Dürfte nicht das Problem sein. So, was haben wir mit? 263 Tonnen. Esse. 400. Da kriegen wir sogar mehr, ne? 570 Dollars. 1000 Dollars. So. So, hier fahren sie fleißig Essen hin und her. 16 Tonnen. Nur ist das aber irgendwann auch mal leer hier, ne? Ja gut, die arbeiten. 8 Mann sind da bloß, ne? Das ist natürlich jetzt nicht viel. Also 8 Mann ist natürlich übersichtlich, ne? Muss man sagen. Könnte ein bisschen mehr sein. Hätten wir nichts gegen. So. Soweit, so gut. Okay. Jetzt parkt er ordentlich. Letztes Mal war nämlich so schief da drin. Furchtbar. So. Genau, er tankt erst, bevor er die Leute rausschmeißt. Also, ne? Falls das Ding in die Luft fliegt, dann haben wir Pech gehabt. Was soll man dazu sagen? Gut, pass mal auf, was nimmst du mit? Die Studente. Pass mal auf, dann können wir hier theoretisch 60 Tonnen. Wir müssen mal sehen, dass wir irgendwo. Das wäre ja günstig. Ja, wäre nicht günstig. Wir brauchen einen extra einen Hafen für, ne? Wir können hier kein Schiff anlegen lassen mit Benzin und so ein Krams, ne? Ne, können wir nicht. Da müssen wir extra einen Hafen für haben. Ach, die Schande, da brauchen wir extra einen Hafen für. Wo haben wir denn sowas hier? Schiff. Wir brauchen Schiff. So, was haben wir hier? Trockendock hast du nicht gesehen? Mittel.
Passagiere, Container, Fracht, Fracht, Fracht. Pumphafen, da ist er. So ein Apparat brauchen wir. Da haben wir natürlich keinen Platz für. Das kriegen wir nirgendwo eingebaut. Das passt hier nicht hin. Da müssen wir extra wieder, ja, ne? Eine halbe Million Kubikmeter Wasser, ich glaube, Sand hier rauswühlen, bevor wir hier was reingebaut kriegen. Aber dann kriegen wir auch Benzin hier hoch. Das wäre natürlich auch ganz günstig, wenn wir mal Benzin hier hochkriegen. Denn sparen wir das auch weg. Aber andersrum, ne, was wir. Wie sind die Preise? Preise, Preise, Preise. Gib mir Preise. Preise. Alkohol. Was haben wir denn sonst hier noch? Bitumen. So viel Waren haben wir? Ist ja enorm. Dies ist ja enorm. Kernbrennstoff. Oh, die können wir auch verhökern. Ich kriege richtig Kohle hier. So, Zement. Ziegelöl. Wo ist denn Benzin? Sag mal, da. Hier, Treibstoff. Genau, da haben wir es doch. Verkauf 5,93. Da kriegen wir ein bisschen mehr. Es ist, glaube ich, besser, wenn wir das verkaufen. Ne, Quatsch, wenn wir das hier rüber hier hochschiffen. Da haben wir früher sowieso nur Minus, ne? Auf jeden Fall, da machen wir nur Minus. Wir müssen mal sehen, dass wir hier einen Hafen reinkriegen. Ich glaube, hier wäre dann mal gar nicht so schlecht, hier so einen Hafen reinzufummeln. Wenn wir das hier runterkriegen, dann bauen wir hier einen Hafen rein mit Tank. Dann können wir hier noch so einen Verteilcenter basteln und in unsere wir Häfen fahren, die mit Treibstoff versorgen. 100 Tonnen, ich weiß gar nicht, wie viel geht denn da rein? Oh, da ist ein bisschen mehr. Da geht ein bisschen mehr rein, fürchte ich fast. Aber da haben wir keinen Platz mehr für einen Kessel. Das passt hier irgendwo nicht hin. Richtig? Pipeline. So, pass mal auf da. Passt nicht hin. Kriegen wir so nicht hin. Hätte ich mir gedacht, vielleicht hier in der Mitte reingebaut. Nee, passt nicht. Nee, ist nicht drin. Weiter weg, das können wir machen, ja. Weiter weg irgendwo hier hinbauen, dass das kriegen wir. Vielleicht eventuell, aber dann, ne? Was haben wir hier denn? Das wird nicht aussehen. Überleg mal, wenn hier da die Touristen vorbeifahren und sehen so einen großen Benzintank da rumstehen. Naja, das ist furchtbar. Furchtbar. Aber wir können das hier nämlich voll machen. 60 Tonnen, wenn hier das Ding mal voll gemacht werden würde, sparen wir da schon mal ein bisschen was. Und vor allen Dingen, wir haben, glaube ich, auch irgendwo eine Tankstelle. Was geht denn hier so rein? Fleisch ist vorhanden, Alkohol ist vorhanden, Essen fehlt. Ich hoffe, das wird noch geliefert. Ich hoffe, das wird noch geliefert. Wo ist denn der? Hier, da kommt einer. Hast du? Fleisch. Das ist ein Kühlwagen. Der Fleischwagen. Hier fehlt Fleisch. Siehst du, voll machen, ne? Siehst du wohl. Bester Kram. Das läuft. Wie gesagt, wir müssen mal sehen, dass wir hier. Ich glaube, das machen wir auch. Ich glaube, das machen wir auch. So, was haben wir hier noch drin? Da haben wir auch so viel, wie gesagt, so viel Lebensmittel, ne? Also jetzt, Körnerkrams, das können wir theoretisch auch ganz gut gebrauchen in unser Chemiewerk, ne? Hier drüben. Chemie, machen wir es hier, da. Da haben wir Chemie. Da fehlen uns auch noch irgendwie Leute. Dass wir da noch ein paar Leute mehr reinkriegen, wäre auch nicht schlecht. Kunststoff läuft, aber wie gesagt, Chemie ist schlecht. So, was haben wir hier drin? Nix. Und der schafft das automatisch nach unten, ne? Beladen von allem, 100%. Der schafft das hier runter in die Stadt. Mal gucken, wie weit wir hier sind. Was haben wir hier drin? Fast nichts, ist schon alles durch. Haben wir schon alles verbraucht. Man kann ja sagen, da ist Sojamilch drin. Stimmt, das kann man machen. Machen wir einen Aufkleber drauf. Irgendwas Grünes, so ein Blättchen oder sowas. Das täuscht ja immer schön. Das würde passen. Guck mal, das ist ja auch wieder das, was ich meine. Hier hast du wieder Platz. Hier wird es gebraucht wie wahnsinnig. Für halt eben.
Pflanzen. Wenn wir das noch hier runterkriegen würden, ne, dann... Ah, da brauchen wir natürlich eine Strecke, dieser Wahnsinn. Oh, hier fehlen Bäume. Oh, hier fehlen Bäume. Wir müssen mal zusehen, dass wir hier wieder pflanzen. Wir müssen ein Bäumchen pflanzen. Nee, eine Bahnstrecke, die das hier verbindet. Dann würden wir da nämlich einen Zug runterjagen. Und dann hier runter. Daddy. Weil wir oben brauchen wir es gar nicht. Wir brauchen nicht so viel. Das ist unheimlich viel, was wir da oben haben. Das brauchen wir alles gar nicht. Da können wir genauso gut einen Zug da mal runter schicken. Aber wir müssen erstmal kurz hier... Sekunde, wir müssen mal kurz ein paar Bäumchen pflanzen. Kiefern. So. Mal pflanzen ein paar Kiefern. Geht das noch größer? Ich krieg nicht. So. Siehst du, so langsam, ne? Muss jetzt bloß natürlich ein bisschen wachsen. Sonst ist schlecht. Ambulanz. Okay. So. Hier machen wir auch noch ein bisschen Bäumchen hin. So. Hier auch. Hier von mir ist auch noch ein bisschen was rein. Wenn wir schon dabei sind. Hier ist auch so kahl, ne? Wir verstecken das Ganze so ein bisschen. Na, wir tun so als ob. Siehst du? So. Da können wir beibleiben. Ich glaube, da können wir beibleiben. Ein bisschen mischwaldtechnisch hier. So. Ah, ist gut so. Warte mal. Was haben wir denn sonst hier noch? Büsche nicht. Pappel nicht. Wo waren die Buchen? Da sind die Buchen. So, hier ein bisschen was, ne? So. Hier ein bisschen was. Wird schon schick. Aber zum Glück brauchen wir dafür nichts bezahlen, ne? Und das fehlt irgendwie auch noch. Da, normalerweise musst du für sowas bezahlen. Für Bäume, Pflanzen und sowas. Die kosten ja irgendwo auch, ne? Der gute Gärtner, der die Dinger da herstellt, der will ja auch bezahlt werden. So. Hier noch ein bisschen was reinfällt. Gut. So. Ja, so langsam kommt das wieder hier. Jetzt schon kaufen, was das an. Was? Tabi? Ist der Schluss? 91? Ach Mensch. Wir bauen ihn, glaube ich, gar nicht, ne? Das war das hier, alles klar. So. Alles wegnehmen. Siehst du wohl. Sind wir wieder nach oben, ne? Wir müssen mal, wie gesagt, die Bahngeschichte, das können wir echt mal machen. Dass wir hier rausgehen. Hier können wir wunderbar eine Bahnstrecke da hoch führen. Doch hier nochmal über den Fluss und dann einfach hier im Fluss entlang. Das können wir machen. Aber hier können wir nämlich irgendwie ran. Das kriegen wir hin. Bahn, Bahn, Bahn. Das kriegen wir hin. Da können wir auch mal die gebogenen Brücken und so ausprobieren. Oh, so, Fracht. Was haben wir hier? Pflanze. Siehst du, passt doch. Guck mal hier. Hier oben. Wenn der denn hier so rankommt. Das würde doch funktionieren, oder? Dann haben wir wenigstens schon mal die Bahn hier. Den baue ich schon mal vorsorglich da mal hin. Tut er nicht weh. Wenn er da steht, ist er schon mal gut, ne? So. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Habe ich ihn jetzt richtig rumgebaut? Ich habe so das Gefühl nicht. Aber doch, zum Glück ist da auf beiden Seiten ein Straßennetz, das geht. Also wie gesagt, da können wir nämlich da rangehen. Hier um die Ecke rum und dann einfach runter. Weil so viel, wie gesagt, das brauchen wir nie. Das schaffen wir nicht weg. So, hier unten, wie weit sind wir? Ach hier, guck mal, die Gebäude sind fertig. Die sind fertig, juhu, hier wohnt niemand. Ja, das kriegen wir aber hin. Das wäre gelacht, wenn wir das nicht hinkriegen würden. So, die nehmen wir mal hier hin. Was waren das, 300 gehen da rein, ne? 300, knapp 300, so.
Was haben wir hier wieder? Traffic Jam, alles klar. Warte mal, wir müssen mal kurz gucken, wo das ist. Nicht dort, direkt vor der Nase. Warum ist hier gerade ein Problem mit... was hast du denn mit, sag mal? Ein bisschen Stahl. So ein bisschen. Okay. Der Kinderraden. Fehlende Ressource Kies. Immer noch. Was glaub ich, Stau ist hier gar nicht so weit. Also, ne? Voll gelogen. Voll gelogen, Alter. So. Wie gesagt, pass mal. Wir müssen hier weil die Herrschaften ransammeln. Bei Mutti-Wohner. So. Wo haben wir sie? 6. Das ist nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm. Das ist, glaube ich, war Ringe, glaube ich, hier oben, ne? Oh ja. Oh ja. Hier ist das richtig schlimm. So, die auf jeden Fall. Da haben wir schon mal ein Gebäude durch. Sehr günstig. Dann haben wir hier die Hütten auch noch. Hier unten ist auch noch alles voll. Warum? Bei Mutti-Wohner. 60. 60. Was war hier? 64. Das sind bestimmt auch die Herrschaften, die dann flitzen, ne? Also die abhauen. Flüchten sozusagen, weil ne, die wohnen doch bei Mutti und ist nicht genug Wohnplatz vorhanden. Ich denke mal, das ist auch das, wo die dann einfach ja, ausziehen, ne? Oder unser Land verlassen. So, warte da. 46. 41 mit drüben da. Die nehmen wir auch noch mit. So, und haben wir schon noch die daneben auch noch. Müsste reichen, ne? Müsste reichen. So, wieder zurück. So. Mutti-Wohner, da sind sie. 200 hast du gesehen. Okay, einziehen. So. Haben wir durch. Nächste. Bei Mutti-Wohner 60. Okay. Nächste. 60. Haben wir. Lassen wir sie nur einfach umziehen. Schon ist alles wieder tut hier. Wir müssen auch noch sehen, dass wir hier Sportanlagen gebaut kriegen. Ach, speichern. Sekunde. Sekunde. So, jetzt. Zack. Die haben wir auch. Aber wie geht denn da noch rein? Das ist ja nicht zu fassen. Oh, hier, eine Handvoll. Haben wir gleich. Jetzt sind die hier, auf jeden Fall. So, das war's. Gut. Haben wir sie auch. Da geht bestimmt gleich das Gemecker los. Ne? Wir haben keinen Job, wir haben kein ne, dies, wir haben kein jenes und wir haben recht keinen Sport und ne, das geht hier gar nicht und das gefällt mir nicht und sowieso. Ich hoffe, die laufen auch da drüben hin, ne? Lauft ihr zum Sportplatz? Ja, natürlich. Aber warte mal, wir müssen hier ein bisschen mehr Fußwege bauen. Hier fehlt noch ein Fußweg. So. Genau. Die müssen irgendwie da hinkommen, sonst der Weg hier vorne ist da viel zu weit. Ne? Da kriegen sie, laufen sie ja einen Wolf. Das wollen wir ja noch nicht, ne? Um Gottes Willen. Können wir hier noch eine Verbindung hinkriegen? Bitte? Ja, es geht. Ich glaub's ja nicht. So. Siehst du wohl. Jetzt geht's zum Sport. Und wenn man nur zuguckt, ne? Man kommt auch richtig in Schwitzen beim Zugucken. Ob man da abnimmt, ist eine zweite Frage, aber 2300 Leute. Oh, ja, ja, voll machen den Apparat. Dann können sie nicht sagen, dass kein Sport vorhanden ist. So, 110 Ober ohne Job. Ohne Job. Kein Job. So, kriegen wir aber hin. Die hier, den sagen wir mal, die sollen, wo sollen sie hinlaufen? Hier vorne, ne? Dann könnte das hier noch verteilt werden. Nee, das machen sie bestimmt nicht. Oder machen sie das? Ich weiß es nicht. Wie weit laufen wir denn? Okay, da unten zu dem Hotel rennen sie hin. Zu dem anderen Hotel können sie nicht hin, weil das, der Weg ist zu weit. Doch, müsste doch klappen, oder nicht? Ich sag mal erstmal nichts. Wir gucken mal selber hier. Pass mal auf, was ist denn hier? Da ist eine Verbindung. Machen wir hier eine Verbindung hin.
Fußwege. Ich weiß gar nicht, wo hier. Da sind keine. Ich weiß gar nicht, wie ich das hier nutzen kann. Wie soll ich denn den Fußweg benutzen? Den hier. Den kann ich nicht nutzen. Das ist das Schlimme. Geht nicht. Kann ich nicht nutzen. Für nix. Hm, schade. Das nennt man auch Fehlplanung. Aber na gut. Gibt Schlimmeres, ne? Gibt Schlimmeres. So. Warte mal, bau das mal gleich. Zupp. So, Hotel. Da fehlen noch Leute. Hier fehlen auch noch Leute, ne? Krankenhaus. Wir müssen mal irgendwie sehen, dass wir hier noch eine... Vielleicht ein Ärzte-Shuttle oder sowas basteln. Dann haben wir die beiden Hotels hier auch noch, ne? Die könnt ihr mal anfangen, Freunde. Bau fortsetzen. Haut mal rein hier. Dann können die auch fertig gebaut werden. So. Sehr schön. Ja, ja. So langsam, ne? Ja. So, Krankenhaus ist hier vorne. Haben wir denn hinten überhaupt... Ist hier hinten kein Fußweg? Warte mal, ist hier nicht kein Fußweg? Doch, natürlich! Ihr solltet hier einen Fußweg. Aber das kriegen wir natürlich jetzt nicht raus hier. Kriegen wir das hier raus? Auch nicht. Ah, den hier? Oh, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Der Weg ist kürzer. Guck einer an. So, das ist der Weg auf jeden Fall kürzer. Kommen wir da nämlich hin. So. Was macht er hier? Er wartet auf was? Ach, ist gerade hier. Ja, genau. Die holen Zement ab, Beton und so weiter. Hier ist auch nicht was los, ne? Was ist das, was war das für hier? Asphaltanlage. Holt Asphalt ab. Gut, wir haben die Wohnarbeit, können wir ausmachen, brauchen wir nicht. Mehr. Wie ist das mit Lebensmitteln? Sekunde, mal gucken. 501 Tonne. 1,1 Millionen fast. Dollares. Dann geht es in die westlichen Länder mit den Lebensmitteln. Die sollen ja nicht hungern, ne? Nein, die sollen ja nicht hungern im Westen. Also das ist ja furchtbar. Wir geben ab, was wir können, ne? So, was haben wir hier noch? Letzte Chance zu kaufen, was war das für einer? Ach so, ja, das, was haben wir sonst noch hier? Gemäcker ist zu hoch. Free Workplaces, können wir da mal gucken. Mal gucken wir mal hin hier, was ist denn das? Ach so, oh, direkt vor der Tür, ist ja enorm. Ja, sehr, pass mal auf. Wer ist denn hier noch? Zwei ohne Job, wissen wir nicht meckern? Willst du verrückt werden oder was ist los? So, aber alles intelligente hier, ne? 291, mit ganz viel. So, was haben wir hier? Drei ohne Job. So schnell finden die Leute Jobs, das ist ja nicht zu fassen. Da können wir ja noch richtig viel mehr Gebäude bauen. Also das ist ja viel zu wenig haben wir hier. Wenn ich jetzt wüsste, wenn das hier endlich mal funktionieren würde hier. Zieh Leute, ich glaub's ja nicht. Guck mal einer an, 1349 haben wir hier, die wohnen hier. Was haben wir hier? 22 Arbeitslose. Ja, das wird sich leider, ne, das geht sich noch. 95% Produktivität, Lebensdauer 85 Jahre. Sehr gut. 277 Geburten und Todesfälle 20. Wo war das? Ich glaube hier. Dann könnte man hier theoretisch, weil hier sind ja noch welche bei Mutti-Wohner, ne? 21,5 sind hier. Wenn ich hier noch ein Gebäude mehr hinpflanzen könnte. Wenn ich mir das aber irgendwie. Was ist das hier? Die Kneipe. Gut, die Kneipe. Warte mal, Schule hatten wir noch hier, ne? Das ist Schule, da fehlen auch noch, ne? Da haben wir Platz. Kindergarten auch noch massighaft Platz. Vielleicht kriegen wir hier noch das eine oder andere Gebäude mit hingebaut. Denn können die Mammutiwohner automatisch umziehen. Das machen die automatisch. Da brauchen wir dann ja gar nicht mehr gucken. Ne? Aber ich sehe schon, die Zeit ist wieder sowas von durch. Da werden wir doch mal. Weil der schon wieder am Abziehen. 22 Schüler warten hier. Gut, aber auf jeden Fall, wir müssen sehen, dass wir auch hier dass wir Benzin hier hochkriegen. Hast du was mit? Nee, nix.
Du frachtest da nur Leute hin, ne? Holst nichts zurück. So, hier sieht das doch einigermaßen vernünftig aus jetzt, ne? Bisschen mit Grün hier vorne. Also hier hinten fehlt natürlich was, ich klar. Aber hier vorne ist das schon mal schick, ne? Schick. Also es fehlt wirklich Rasen, ne? Also es fehlt wirklich sowas, dass du hier einen Rasen anlegen kannst. Dass das alles grün ist. Sieht viel schöner aus. Jawohl. Was war das? Rettungshelikopter? Ja? Nee, das war Asphalt. Okay, na gut. So, was fehlt hier noch? Lebensmittel. Warum sind keine Lebensmittel hier drin? Wo ist denn der? Ach, die haben wir gar nicht. Haben wir das nicht? Doch, haben wir, ne? Klar. Esse. Wo ist der Esse-Transporter? Warte mal, mal gucken, was hier... verbundene Fahrzeuge, keine. Hier fährt keiner hin. Warum nicht? Haben wir da irgendwas eingestellt, dass da kein Essen hin muss? Doch, ne? So, da müssen wir mal kurz schauen. Da müssen wir mal kurz schauen. Big Hotel. Entladen, entladen. Also beides entladen. Komm schon. So. Fleischlagerung haben wir hier. Shopping Mall entladen, entladen, entladen. Das können wir oben aber einstellen. Das ist natürlich besser, ne? %. So. Da muss auf jeden Fall was rein, dass die Dinge ja voll sind. Oder voll und voll, aber dass da auf jeden Fall was drin ist. Dann können sie mich fleißig hin und her fahren. So. Dann haben wir das ja. Wie weit bist du hier? 507 Tonnen. Immer noch. Da fahren sie ja fleißig hin und her. Ne? Wie fahren wir hier noch drin? Oh, siehst du. Guck mal. Essen ist raus. Nun geht es mich schon los. Dann haben wir das ganze Essen, hier, was hier drin war, das, die ganzen Lebensmittel sozusagen, hier rausgezuppelt. Und schaffen das ins Schiff rein. Was denn eigentlich doof ist, ne? So, jetzt müssen wir auf jeden Fall das hier stoppen wieder mal. Es sind 150 Tonnen. Wie gesagt, dafür brauchen wir hier noch ein bisschen mehr Gebäude vielleicht. Das wäre nämlich nicht verkehrt, damit hier ein paar mehr Leute arbeiten würden als nur vier. Weil dann brauchen wir das nicht hier verhökern. Mein Freund, den fährst du gleich mal weiter und dann kommst du erstmal auf Halde. Da warten wir, bis der... das Lager wieder voll ist. Ich glaube, dann sieht das wieder ganz bisschen anders aus. So, zur Grenze. Fahren wir zur Grenze. Hupp, so. So, der macht sich auf mich. Auf jeden Fall, die Zeit ist durch. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Nicht vergessen einzuschalten. Bis dann, ciao.